Und hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem Lore-Spezial zum Thema Worldbuilding. Worldbuilding beschreibt das Erschaffen einer fiktiven Welt und das Schreiben einer eigenen Lore. Natürlich ist Worldbuilding ein gewaltiges Thema und über die verschiedenen Facetten und Techniken könnte man eine ganze Videoreihe machen. Allein Dinge wie Namen oder Magiesysteme sind gewaltige Themen für sich. In diesem Video will ich daher eher einen Einstieg ins Worldbuilding geben und zeigen, wie ich meine Welt gebaut habe und anhand von Aethros mein Worldbuilding erklären. Die erste Frage ist natürlich, warum man eigentlich Worldbuilding betreibt. Es kann sein, dass man damit die Welt für eine konkrete Geschichte erschaffen will und für diese fantastische Szenerien braucht. Oder man möchte, wie ich, eine Welt für seine D&D-Gruppe oder für ein anderes Rollenspiel selbst erschaffen. Oder einfach nur, weil man Spaß daran hat, kreativ eine Welt zu erschaffen. Zu wissen, warum man seine Welt baut, ist durchaus wichtig. Wenn man seine Welt für einen eher bestimmten Grund wie einen Roman oder ein D&D-Abenteuer erschafft, so sollte man sich auf die wichtigen Orte und Dinge konzentrieren, die relevant für die Geschichte sind und mit den Charakteren in Kontakt kommen. Sonst läuft man Gefahr, sich in endlosen Details zu verlaufen. Man sollte also immer darauf achten, für was man seine Welt eigentlich baut. Macht man es aber nur, weil man Spaß daran hat, so kann man natürlich so viel Zeit auf jedwedes Detail verwenden, wie man will. Für meine Welt war es als Dungeon Master das Ziel, eine Welt zu erschaffen, in der viele verschiedene Abenteuer stattfinden und wo meine Spieler verschiedene Landschaften und Kulturen erkunden und erleben können. Die nächste Frage ist dann, auf welcher Ebene man beginnt. Von wo aus beginnt man seine Welt zu erschaffen? Beginnt man auf einer hohen Ebene mit einem ganzen Planeten oder einem Kontinent? Vielleicht mit einem Land? Oder auf einer niedrigeren Ebene mit einer Stadt oder nur einem Dorf? Oder sogar nur bei einem einzigen Charakter? Je nachdem, ob man hoch oder niedrig einsteigt, baut man seine Welt dann von außen nach innen oder von innen nach außen. Man beginnt entweder mit dem Rahmen und füllt diesen dann, oder man fängt mit einer kleinen Zeichnung an, die man zu einem großen Bild ausbaut und am Ende einen Rahmen darum legt. Das gleiche gilt auch für die Geschichte und Zeit. Man kann entweder erst den Ist-Zustand einer Welt erschaffen und dann ergründen, wie es zu diesem gekommen ist, oder man kann mit dem Ursprung einer Welt beginnen. Vielleicht sogar mit einem Schöpfungsmythos des Universums bzw. der Welt. Anzumerken ist hier aber, dass es beim Worldbuilding kein richtig oder falsch gibt. Für welche Ebene und für welche Technik man sich entscheidet, ist einem selbst überlassen und alle führen eigentlich zum Ziel. Wichtig ist nur zu sehen, welche dieser Techniken einem selbst am meisten liegt und wie man am besten für seine Welt beginnen kann. Ich habe mit einem Kontinent begonnen, also auf einer eher hohen Ebene für eine Fantasy-Welt und mit dem Ist-Zustand meiner Welt. Und ab hier geht es eigentlich ganz zentral darum, Fragen zu stellen. Fragen nach jeder möglichen Facette der Welt. Diese sind natürlich, wie es mit den Aspekten einer Welt nun einmal ist, unendlich viele. Doch grob lassen sie sich für Fantasy in vier Blöcke einteilen. Umwelt, Kultur, Geschichte und das Fantastische. Wobei sich die Fragen des Fantastischen meistens über die anderen Blöcke verteilen. Ich würde hier am besten mit der Umwelt beginnen. Bei dieser geht es vor allem um das Klima und die Geografie unserer Fantasy-Welt. Diese Themen sind besonders wichtig, da die Umwelt die Kulturen, die in jener Welt leben sollen, sehr stark formen. Will man zum Beispiel auf Raubfahrt gehende Wikinger haben, so werden diese wohl kaum aus einem weiten Grasland stammen. Und ebenso wird ein nomadisches Reitervolk nicht von einer bergigen Insel kommen. Daher habe ich für Aethros mit einer Karte des Kontinents begonnen, auf der ich geografische Merkmale eingezeichnet habe. Beim Zeichnen solcher Karten gäbe es natürlich auch viel zu beachten, um eine gute Karte zu machen. Hier kann man sich auch gut an echter Geografie orientieren und sich von echten Landschaften und wie diese ineinander übergehen inspirieren lassen. Nicht alles muss aber natürlich sein. Man kann auch das ein oder andere fantastische Element einfügen. Abhängig davon, wie fantastisch die Welt sein soll, mehr oder weniger. Wie zum Beispiel die gewaltige und schier bodenlose Schlucht Schwarzwall, die vielleicht durch die Wut eines Gottes entstanden ist, der ein Volk, das dort lebte, für ihre bösen Taten bestraft hat und dabei eine ewige Narbe auf Aethros zurückließ. Nachdem man Klima und Geografie seiner Welt kennt, kann man damit beginnen, Namen und Kulturen einzufügen. Einen guten Namen für einen Ort zu finden, ist dabei eine Wissenschaft für sich. Generell tendieren Ortsnamen dazu, ursprünglich sehr deskriptiv zu sein, also ein bestimmtes Merkmal eines Ortes zu beschreiben, sich mit der Zeit dann aber immer mehr zu verändern. Ursprünglich würde der Name eines Ortes auch auf der Sprache basieren, die an jenem Ort gesprochen wird. Verändert sich diese Sprache aber, oder kommen neue Sprachen durch Einwanderer oder gar Eroberer hinzu, können sich auch Ortsnamen damit verändern. Sie werden gekürzt oder erweitert, übersetzt oder konsistent falsch ausgesprochen oder, weil sie für neue Bewohner keinerlei Bedeutung mehr haben, schlichtweg ersetzt oder stark verändert.
Ich finde aber ganz besonders entscheidend bei einem guten Namen ist, dass er gut zu lesen und einprägsam ist und ein Gefühl für den Ort gibt, den er benennt. Ein kalter und rauer Ort oder ein warmer und fruchtbarer Ort sollten auch danach klingen. Die Macht eines guten Namens ist auch nicht zu unterschätzen. Gut gewählte Namen mit dem richtigen Klang können eine Welt um so viel mehr lebendiger machen. Damit die weiteren Fragen für dieses Video nicht gänzlich ausarten, will ich mich ab jetzt auf nur einen Ort in meiner Welt konzentrieren und einige der Fragen aufzeigen, die ich mir gestellt habe, um diesen Ort zu erschaffen. Es soll nun um das Worldbuilding von Schwarzbrücke gehen. Diese Stadt liegt geografisch bei der Schlucht Schwarzwall. Das Klima dort ist merklich milder als im höheren Norden, aber das Land um die Schlucht herum ist eher felsig. Ihren Namen hat diese Stadt durch die große Brücke, die als einzige über die Schlucht Schwarzwall führt. Als erstes, wer lebt eigentlich in Schwarzbrücke? Diese Stadt soll eine Zwergenstadt sein. Daher leben dort vor allem viele Zwerge. Aber auch Menschen haben sich dort eingefunden. Und da die Stadt den Norden und den Westen von Etros verbindet, wo viele Elfen leben, sind auch einige von ihnen in die Stadt gekommen. Es leben dort also vor allem Zwerge, gefolgt von Menschen und einige Elfen. Als nächstes stellt sich die Frage, wovon leben diese Leute? Wie jede Stadt muss auch Schwarzbrücke mit Lebensmitteln versorgt werden. Also wird es im Umland einige Bauern geben. Das Land dort ist aber eher felsig und schwer zu bestellen. Daher sind diese Bauern nicht gerade die reichen Großbauern. Nein, reich wird man in Schwarzbrücke durch etwas anderes. Durch den Handel. Die große Brücke der Stadt ist die einzige, die über die Schlucht Schwarzwall führt. Damit muss jeglicher Handel zwischen dem Norden und dem Westen von Etros, wo zudem auch noch das große Königreich Amestraia liegt, durch diese eine Stadt gehen. Wer nicht über das Meer fährt oder einen gewaltigen Umweg über den Osten von Etros machen will, muss durch Schwarzbrücke. So wurde diese Zwergenstadt zu einem Zentrum des Handels. Doch natürlich kann nicht jeder ein Händler sein. Wofür könnte Schwarzbrücke also noch bekannt sein? Neben den üblichen Handwerksberufen, die sich auch in jeder Stadt finden werden, ist diese Stadt noch für zwei Dinge bekannt. Geldwechsel und Banken und das Söldner- und Abenteuertum. Da durch den Handel viele reiche Händler und zugleich auch viele verschiedene Währungen in die Stadt gelangen und die Zwerge ein Geschick für Handel und Organisation haben, hat sich dort bald ein regelrechtes Bankenwesen entwickelt. Und da Etros weiterhin ein gefährlicher Ort ist und es viele wilde Gegenden gibt, die aber Händler dennoch durchqueren müssen, haben sich auch viele Söldner und Abenteurer in Schwarzbrücke niedergelassen. Sie lassen sich von Händlern als Wachen für Karawanen anstellen oder gehen von Schwarzbrücke aus in den dünner besiedelten Norden, wo sie für schutzlose Dörfer Goblinnester ausräuchern oder andere Ungeheuer gegen Bezahlung jagen. Die nächste Frage ist dann, wie wird diese Stadt regiert? Schwarzbrücke soll ein Stadtstaat sein und sich unabhängig selbst verwalten. Die Entscheidungen hier trifft ein Fürst, sozusagen der König der Stadt. Dieser ist natürlich auch ein Zwerg, und da die Zwerge in großen Clans und Familienverbänden leben, herrscht seit jeher ein Zwergenclan über die Stadt. Der Clan der Bruga, und der derzeitige Fürst soll Almerich Bruga heißen. Und da die Bruga ja schon sehr lange hier herrschen, Almerich Bruga IV. Wie aber sieht die Herrschaft dieser Fürsten aus? Ist ihre Herrschaft eher grausam und willkürlich oder fair? Werden Zwerge vielleicht bevorzugt, während andere Völker benachteiligt oder sogar unterdrückt werden? In diesem Fall sind die Bruga eher faire Herrscher. Zwar sind die Zwerge klar die Herren der Stadt, doch auch Menschen und Elfen werden nicht aktiv benachteiligt, müssen sich aber an die Gesetze der Zwerge halten. Nun wissen wir also, wovon man in Schwarzbrücke lebt und wer dort regiert. Doch wie sieht es mit der weiteren Kultur dort aus? Und hier kann man den Fragen wirklich freien Lauf lassen und sich als Weltenbauer austoben. Wie sieht die Architektur dort aus? Zwerge bauen gerne in geometrischen Formen, verziert mit verschlungenen Mustern. Welche Kleidung wird getragen? Bunte und auffällige Farben sowie reich befiederte Hüte sind nach mestrischer Mode gerade im Trend. Und es gibt noch vieles mehr. Was wird gegessen und wie unterhält man sich? Was sind die Geschlechterrollen? Sind Mann und Frau gleichgestellt oder wird eine Seite bevorzugt? Wie laufen Kindheit und Jugend ab? Wie funktioniert die Bildung? Und ganz besonders auch, wie ist der Unterschied zwischen Arm und Reich? Wie unterscheiden sich das Leben und das Aussehen eines reichen Händlers und das eines armen Tagelöhners in all seinen Aspekten? In diesen und noch vielen weiteren Fragen kann man sich regelrecht verlieren. Daher wäre hier mein Rat für jene Orte, an die die Geschichte länger kommt, mehr Fragen zu beantworten und weniger für jene Orte, an denen die Charaktere vielleicht nur kurz sind oder von denen sie nur hören. Aber immer genug, damit ein Ort lebendig wirkt. Ein besonders großer Teil jeder Kultur ist aber immer die Religion und der Glaube.
Sie beeinflussen sehr viele Aspekte des täglichen Lebens und der Kultur. In Schwarzbrücke sind vor allem zwei Religionen verbreitet. Als Stadt der Zwerge ist hier natürlich der Lofar-Kult zu finden, dem die meisten Zwerge und auch viele Menschen folgen. Darin wird Lofar, der göttliche Held und Stammvater der Zwerge, verehrt, während anderen Göttern nur zweitrangig gedacht wird. Lofar nimmt für die Zwerge eine Art Messias-Rolle ein. Auf ihn ist sogar ihr Kalender ausgerichtet. Das Jahr Null der Zwerge soll das Jahr gewesen sein, als Lofar den Drachen Eifur besiegte und die Zwerge von der Tyrannei der Drachen befreite. Er wird in großen, steinernen Tempeln angebetet und jedes Jahr wird in Schwarzbrücke auch der Lofarstag gefeiert. Jener Tag, an dem der Held den Drachen besiegt und in den Abgrund geworfen haben soll. In Gedenken an diese Tat bauen die Leute von Schwarzbrücke Drachenfiguren, die sie dann anzünden und über die Brücke in den Abgrund werfen. Damit soll der Fall des feuerspeienden Drachen dargestellt werden und wie Lofar ihn und das Böse in die Dunkelheit tief unten verbannte und die Zwerge in die Freiheit führte. Die zweite große Religion in Schwarzbrücke ist dann die Kirche der Mutter des Lichts, auch als die Kirche von Mestria bekannt. Ihr folgen die meisten Elfen und viele Menschen und nur wenige Zwerge. Beide Glaubensrichtungen haben ihren Platz in der Stadt. Doch mit der Kirche von Mestria haben die Zwerge oft auch Probleme. Diese ist nämlich auch durchaus eine weltliche Macht. Im großen Reich Amestraya hat die Kirche hohen politischen Einfluss und die Kirche hat mit der Inquisition und der Heiligen Legion sogar ein eigenes Militär. Daher fürchten sowohl die Zwerge, die die Stadt beherrschen, wie auch die Anhänger des Lofar-Kults oft, dass die Kirche von Mestria die Unabhängigkeit, die sich Schwarzbrücke so lange gewahrt hat, gefährden könnte und dass die Kirche versucht, die Stadt zu beeinflussen. Neben der Religion gibt es aber immer auch den Aberglauben. Welche Geschichten erzählt man sich und welche Legenden gibt es vor Ort? In Schwarzbrücke ranken sich solche Sagen natürlich vor allem um den großen Abgrund, an dessen Rand die Stadt ja liegt. So heißt es zum Beispiel, dass im Dunkeln der Schlucht ein mächtiger Dämon haust, der aber wegen eines Paktes verpflichtet ist, die Brücke aufrecht zu erhalten. So wird erklärt, wie die Brücke einst gebaut wurde und warum sie noch immer hält. Damit kommen wir auch zum dritten großen Fragenblock, der Geschichte. Wie wurde die Welt, oder in diesem Fall die Stadt Schwarzbrücke, zu dem Ort, der sie ist? Hier geht es vor allem darum, eine plausible Geschichte zu erschaffen. Sie soll erklären können, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und zeigen, was sich mit der Zeit verändert hat. Hier bietet es sich besonders an, größere und wichtigere Ereignisse auf einer Zeitlinie aufzutragen. So war Schwarzbrücke ursprünglich eine wichtige militärische Stadt des Zwergischen Großreichs. Die Zwerge jener Zeit haben die große Brücke über die Schlucht erbaut, um Truppen vom Norden aus leichter in den Westen von Etros führen zu können. Daher finden sich auch noch heute die großen und alten Festungen der Zwerge zu beiden Seiten der Brücke. Als das Zwergenreich dann aber zerbrach, erklärten sich die Fürsten von Schwarzbrücke rasch für unabhängig. Durch die gute Lage der Stadt, die sie fast uneinnehmbar machte, konnten sie diesen Status als freie Stadt leicht aufrechterhalten und durch Handel Reichtum erlangen. Natürlich kann man auch bei der Geschichte eines Ortes eine Unzahl an Ereignissen hinzubringen und unzählig viele Fragen stellen. So versuchten zum Beispiel viele Feinde über die Zeit hinweg, Schwarzbrücke einzunehmen und alle scheiterten sie. Weshalb die Stadt auch militärisch von den umliegenden und oft deutlich größeren Reichen respektiert und als wehrhaft angesehen wird. Über die Geschichte eines Ortes kann man so auch besonders gut die Meinungen anderer Bewohner der Welt zu diesem Ort ergründen und Gründe für diese finden, sowie Traditionen für einen Ort erschaffen. Und zu guter Letzt noch zum Thema des Fantastischen. Denn was wäre eine Fantasy-Welt ohne Magie? Auch dieses Thema ist erneut bedeutend größer, als dass man es in einem Video abdecken könnte. Daher auch hier nur einige der Fragen, die ich als besonders wichtig für Magie und das Fantastische finde. Zunächst natürlich die Entscheidung, ob man ein hartes oder ein weiches Magiesystem haben will. Also eines mit klar definierten Regeln und Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Bändigen in Avatar, oder eines wie in Herr der Ringe, das rätselhaft, unerklärt und mysteriös sein soll. Beides hat erzählerische Vor- und Nachteile. Allerdings gibt es bei beiden Herangehensweisen einige grundlegende Fragen. Wie fügt sich die Magie in die Umwelt ein? Gibt es natürliche Magie und natürliche magische Ereignisse? Wie fügt sich Magie in die Gesellschaft ein? Wird Magie erforscht und offen praktiziert oder ist sie etwas Mysteriöses und Okkultes? Gibt es viele Magier oder nur sehr wenige? Wird Magie an Schulen gelehrt oder gibt es andere Mittel und Wege, auf die man Magie erlernen kann? Und zudem gehörend, wird Magie frei benutzt und werden Magier respektiert oder werden sie gefürchtet oder sogar unterdrückt? Oder sind es gar die Magier, die durch ihre Macht in führende Positionen gelangen und vielleicht sogar andere unterdrücken?
Sowohl für die Funktionsweise des Magiesystems, wie auch für die Rolle der Magie in der Gesellschaft in einer Welt, gibt es erneut zahllose Möglichkeiten. Von Welten, die reich an Magie sind, bis hin zu solchen, wo Magie sehr selten und mysteriös ist. Welche Form und Verbreitung der Magie man letzten Endes in seiner eigenen Welt haben will, bleibt einem also selbst überlassen. Ganz besonders wichtig ist es aber zu wissen, wo die Grenzen der Magie liegen und wodurch diese limitiert wird. Auch wenn diese Limits den Spielern oder den Charakteren nicht bekannt sind, sollte man als Schöpfer seiner Welt wissen, wozu Magie in der Lage ist und wozu sie eben nicht mehr in der Lage ist. Dies sind dabei im Großen und Ganzen die zentralen Fragen, die ich mir als erstes gestellt habe, um meine Welt und Orte darin zu erschaffen. Wie sehen Klima und Geografie aus? Wovon leben die Leute und wie organisieren sie sich? Was ist ihre Kultur und Religion? Was ist ihre Geschichte? Und schließlich, wie funktioniert Magie und wie wird sie wahrgenommen? Über jedes dieser Themen, Magiesysteme, Namen, Karten und so weiter, könnte man noch viel mehr sagen. Dieses Video bietet eigentlich nur einen Einstieg und ein Beispiel für Worldbuilding und einen wirklich groben Überblick. Und es gibt noch viel mehr zu erkunden. Wichtig ist es aber, immer Fragen zu stellen und sich auch inspirieren zu lassen. In unserer Welt finden sich viele erstaunliche Orte, Sprachen, Namen und Kulturen. Indem man sie betrachtet, kann man Wege finden, neue Kulturen nach ihrem Vorbild zu erschaffen. Auch hier ein Beispiel von mir. Die Geschichte mit dem Dämon, der die Brücke in Schwarzbrücke hält, könnte dem ein oder anderen etwas bekannt vorkommen, denn sie basiert auf einer echten Legende. Der Sage nach half der Teufel, die steinerne Brücke in der Stadt Regensburg zu bauen, da er einen Pakt mit dem Baumeister der Brücke geschlossen hatte. Nach diesem Vorbild glauben eben auch viele Leute in Schwarzbrücke, dass ihre Brücke mit der Hilfe eines Dämons, der im Abgrund lebt, gebaut wurde, dass dieser aber noch immer die Brücke halten muss. Mit dem Unterschied, dass in der Sage von Regensburg der Teufel schließlich versuchte, die Brücke zu zerstören, während der Dämon in Schwarzbrücke diese noch immer hält. Und damit verabschiede ich mich auch aus diesem Lore-Spezial zum Worldbuilding von Aethros. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube.